Zukunft der Netzinspektionen bei uns, BKW oder auch im ganzen Netzbau allgemein, sehe ich eigentlich vermehrt mit Hilfsmitteln wie Drohnen, wie Flugroboter. Bis anhin machen wir das zu Fuß oder mit einem konventionellen Helikopter. Und mit der neuen Technologie, die wir heute haben und wir noch weiterentwickeln können, sehe ich eigentlich eine Vereinfachung und eine Effizienzsteigerung in den Inspektionen. Die Drohnen landen so auf dem Seil, dass der Laserscanner das Seil erkennen kann. Es hat dort einen Rechner, der in einer Lupe die Regelkreise durchführt. Und danach erkennt er das Seil und kann auf dem Seil landen. Wir haben viele Leitungen, die in unwegsamen Gelände sind. Durch Waldstücke, durch Täler, Berge. Und dort hier haben wir natürlich auch den Zugang, der erschwert ist für die normalen Inspektionen. Und somit könnten wir mit dem Flugroboter wirklich näher hergehen. Auch für das Personal viel sicherer machen. Sie müssen sich nicht mehr aussetzen an Gefahren. Da können wir den Roboter schicken.